Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Jo, Freunde und Freundinnen, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht, ihr seid am Zug mit euren Themen. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Marion und Marion ist 40 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Marion, um was geht's? Ja, und zwar mag ich ein männliches Wesen sehr gerne. Mhm. Seit 6 Monaten läuft da auch was zwischen uns, aber irgendwie nur sexuell. Und ich habe mich aber in den leider doch verliebt. Wie hat das funktioniert, wenn ihr noch gar nicht miteinander geredet habt, nur miteinander geschlafen habt? Warum hast du dich verliebt? Ja, weil ich den halt sehr gerne mag. Ich meine, ich kenne ihn schon seit Frühjahr 2001. Ach so lange. Ja, und letztes Jahr im September. Also ich habe nie gedacht, dass er mich mal sich für mich interessieren könnte. Mhm. Er hat zwar mit mir geflirtet die ganze Zeit über und so. Und ja, dann hat er mich aber angesprochen, Telefonnummer ausgetauscht und mich eingeladen. Und dann hat es halt, ist es halt passiert. Also kennen heißt, dass ihr schon oft miteinander geredet habt. Ja. Vorher, bevor es jetzt ein bisschen intimer wurde. Ja, wir haben uns mal so in einer Spielhalle, da arbeitet eine Bekannte von mir und die habe ich besucht. Ach so. Getrunken. Ist ja nur auch nicht so ein toller Platz, um gute Gespräche zu führen. Nee, das nicht, aber ich meine, wir... Ja. Was heißt das? Ja. Heißt das, dass ihr wirklich nur in die Kiste steigt, wenn ihr euch trefft? Ja, das darauf läuft es hinaus. Und du bist verliebt und du würdest gerne auch mal ein gutes Gespräch führen, oder ja, wie? Ja, ich möchte ihn ja kennenlernen, ja. Bloß er blockt immer ab. Und jetzt im Oktober sagte er zu mir, dass ich mich nicht in ihn verlieben soll. Hat er gesagt? Ja, weil er noch an seiner Ex-Freundin hängt, mit der er auch ein Kind hat. Schlechtes Zeichen. Ja, aber ich meine, das läuft schon 6 Monate. Da entwickelt sich halt was. Also bei mir hat sich da halt mehr entwickelt. Bei dir hat sich da viel entwickelt. Vielleicht bei ihm überhaupt gar nichts. Du bist einfach nur eine gute Bettennummer für ihn. Kann ja sein. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie... Wie oft habt ihr Sex miteinander in der Woche? Wenn es hochkommt, im Monat vielleicht 2-mal. Ja, im Monat 2-mal. Wie läuft denn das dann ab? Bei dir, bei ihm? Ja, meine Sex, der ist super geil, muss ich sagen. Also das ist schon ganz gut so. Davon gehe ich schon aus. Ich meine so, passiert es in deiner Wohnung oder in seiner Wohnung? Na, immer bei ihm. Immer bei ihm. Das heißt, du kommst dann dahin. Beschreib mal, wie das dann so abgeht. Ja, meistens kommt die Initiative von mir aus. Ja. So, hast du Zeit für mich? Ja, okay, kannst vorbeikommen, so ungefähr. Ja, okay, dann trinke ich halt meinen Wein bei ihm. Ja, dann plaudert ihr schon ein bisschen noch. Ja, sicher, wir albern auch rum und das ist so ganz schön. Ich meine, das ist nicht so, dass ich jetzt hinfahre und gleich Klamotten runter und in die Kiste oder so. Ich meine, wie lange trinkt ihr den Wein, bis es dann soweit ist? Ja, er muss immer ziemlich früh, also weil es meistens auch in der Woche passiert, so Wochenende ist sein Kind meistens dann bei ihm. Wochenende und da hat er dann halt keine Zeit für mich und er ist auch viel am Arbeiten, weil er selbstständig ist. Wie lange trinkt ihr denn Wein, bis es dann soweit ist? Ja, bis ich meine Flasche leer habe. Ah, wie? Du trinkst eine ganze Flasche Wein vorher? Ja. Das ist auch heftig, Mensch. Da bist du halt blau, wenn du mit dir in die Kiste gehst. Nein, da bin ich angeheitert. Du wirst wahrscheinlich locker dann, oder wie? Ja, das auch, aber ich meine, ich schlafe auch mit ihm, wenn ich nichts getrunken habe, ganz abgesehen. Gut, aber eine Flasche Wein, die trinkt sich ja auch nicht unter normalen Umständen so schnell weg. Das heißt, also ein Stündchen oder so redet ihr dann. Ja, auch länger. Also es sind auch schon mehrere Stunden draus geworden. Ja, also aber das ist halt alles belanglos. Also es wird nicht über Gefühle geredet oder so. Letztendlich ist das ein Vorspiel zum Vorspiel. So ungefähr. Ich meine, ich möchte auch mal ganz gerne von ihm was Nettes hören. Es ist aber das Problem, Mario, wenn der dir schon voriges Jahr gesagt hat. Das war aber im Oktober und die Zeit sind schon 5 Monate mittlerweile rumgegangen. Ja, aber sein Verhalten verändert sich ja nicht. Er macht ja nichts, was in eine andere Richtung deutet. Ne? Dass er wirklich ernstlich an dir interessiert ist, dass er wirklich mal einfach gut sich unterhalten will. Ja, ich meine, ich denke mal schon, dass er schon was für mich übrig hat. Wann hast du eigentlich das letzte Mal ihm das gesagt? Hier, ich empfinde mehr.
Das mag ich ihm nicht sagen. Das hast du ihm noch gar nicht gesagt? Nee, ich habe ihm das mal gezeigt und auch schon mal schriftlich zukommen lassen. Mhm. Und jetzt habe ich mich gestern hingesetzt und einen Brief geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe, was mich halt berührt und was mich belastet. Ja. Und wie hat er denn damals auf den ersten Brief reagiert? Auf die ersten Sachen hat er gar nicht reagiert. Gar nicht reagiert? Ja. Und wann hast du die weggeschickt? Wann war das? Das ist schon eine Weile her, ein paar Monate. Und dann zu Weihnachten und so habe ich ihm so kleine Geschenke gemacht zum Geburtstag und so. Ah, da hat er nicht reagiert. Klingt auch nicht gut. Ich meine, da hat er schon reagiert, aber ich weiß auch nicht, wie er denkt. Also irgendwie, er ist so ein ganz lieber Kern. Ich glaube auch, dass er Gefühle in sich hat. Bloß, ich weiß nicht, warum er blockiert. Wie wär's? Ja, genau. Du weißt nicht, warum er blockiert. Ja, er blockiert irgendwie. So, wie wär's denn dann, einfach mal ihn zu fragen? Jetzt hat er dir voriges Jahr schon gesagt, hier, ich will nicht, dass du dich in mich verliebst. Nun gut, ja. du argumentierst, die Zeit ist hat sich entwickelt und bei dir... Ich meine, was heißt verlieben? Ich sehne mich halt nach ihm so, ne? So kann man verlieben auch bezeichnen. Ja. Ne? Du würdest schon gerne mehr, du würdest auch gerne mit dem Mann, glaube ich, zusammen sein, so wie du es jetzt beschrieben also hast. Also ich möchte ihn gerne auch vom Wesen her näher kennenlernen. Du möchtest ihn zum Freund haben. Ja, wie er wirklich ist, weil ich glaube nicht, dass er so kalt ist, wie er tut. So, Marion, jetzt lass mal die Briefeschreiberei. Ich habe einen schon weggeschickt. Im Prinzip ist das ja manchmal eine ganz gute Lösung, aber ich finde, wenn man miteinander reden kann und die Möglichkeit hat, sollte man eigentlich gleich reden. Ja, aber er gibt uns nicht die Chance. Und wenn ich dann bei ihm bin, dann will ich die Zeit genießen. Nee, ich ihn das nächste Mal verzichtest du mal auf die Sexgeschichte und auf deinen Wein, sondern du, wenn er jetzt auch nicht auf deinen Brief reagiert, dann sprichst du es an und sagst, du würdest ganz gerne mal ein bisschen was von ihm wissen, was in ihm vorgeht, welche Gefühle er hat. Das habe ich ihm alles im Brief geschrieben. So, dann wird er ja vielleicht von sich aus schon reagieren, aber so wie du ihm jetzt beschrieben hast, könnte ich mir fast vorstellen, dass der beim nächsten Mal wieder nichts sagt und alles im Ritual. Ja, ich habe das schon so oft versucht. Ich habe mir auch im Brief alles geschrieben, dass ich ihn nicht ansprechen mochte, weil ich Angst hatte, auf negative Reaktionen zu stoßen. Ja, das ist deine Angst, das ist mir klar. Ja. Aber die Angst musst du einfach bekämpfen, indem du das tust. Und auch das Risiko eingehen, dass er was Negatives sagt. Mhm. Sonst läufst du immer mit einer Illusion durch die Welt und wirst unglücklich und bist gefrustet. Nee, Illusion nicht direkt. Ich die Hoffnung aber. Nein, ich möchte auch das Glücksgefühl erleben. Ja, aber vielleicht erlebst du es auch nicht, wenn er sagt, nein, ich möchte es nicht. Ja, dann weiß ich Bescheid, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Es gibt auch noch andere Männer, die mich gerne mögen. Genau, das ist doch ein richtiger Standpunkt. Also Marion, beim nächsten Mal, warte mal ab, ob er, eigentlich würde sich das ja gehören, dass er sagt, dass er von sich aus dann reagiert. Hm. Wenn er dir schon nicht schreibt, aber dass er bei eurem Treffen dann anspricht, hier, du hast mir einen Brief geschrieben, so und so ist es bei mir. Hm. Wenn das nicht tut, spricht das schon sehr gegen ihn, finde ich. Wenn er sich gar nicht meldet, dann hat er bei mir verschissen, oder was? Dann kannst du ihn wirklich vergessen. Aber wenn er sich jetzt überhaupt nicht meldet, dann aber ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist. Ich meine, er versteckt mich auch vor allem und jedem. Also wenn seine Tochter dabei ist, sagt er nicht mal, ja komm mal vorbei, lass uns zusammen frühstücken. Oder er kommt mit ihr auch nicht vorbei, weil ich Katzen habe. Dann schiebt das auf meine Katzen. Ja. Weil sie wohl eine... Ich würde sagen, wir müssen das nächste Treffen abwarten. Wenn es denn passiert, wenn es dann noch kommt. Und wenn er nicht sagt, würde ich an deiner Stelle ihn ansprechen und dann einfach auch das Risiko eingehen, dass er was Negatives sagt. Und wenn ich ihm jetzt dann diesen Schuppen begegne, wo wir uns kennengelernt haben? Sprichst du ihn, dann wartest du auch mal ab, ob er was sagt. Eigentlich müsste er was sagen. Wenn er nicht sagt, sagst du was. Ja, ich meine, da ist er auch zu mir ganz neutral, obwohl die eigentlich schon alle Bescheid wissen, dass zwischen uns was läuft. Ja. So, ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, du musst den festnageln, den Burschen, damit du weißt, woran du bist. Okay? Ja, gut, ich habe ja vorgestern mit ihm telefoniert und dann habe ich auch gesagt, so ja, ich wollte wohl gerne vorbeikommen, so ja, nee, hab viel zu tun, Papierkram und so weiter und so fort. Richte dich schon mal darauf ein, dass du Negatives hörst. Ich glaube, okay, da sagte er nur, ja, früher oder später melde ich mich und dann habe ich gesagt, ja, später ist zu spät. Da war er erstmal ein bisschen ruhig. Ja. So. Warten wir ein bisschen ab und gucken dann weiter. Ja, warte jetzt ab. Ja, ein bisschen abwarten. Und dann ihn wirklich, ungefähr. Und dann rufst du an und sag hier was, ich möchte jetzt mal wissen, was los ist. Okay? Okay, alles klar. Alles Gute. Okay. Tschüss, Marion. Okay. 0800 5678 111. Telefonnummer. Sascha, 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sascha. Du gehst bitte näher ans Telefon. Jawohl. So besser? So viel besser. Um was geht's denn? Ja, ich habe vor 3 Jahren schon mal bei dir angerufen, Domian. Wenn du dich erinnerst, ich bin der, wo den Schlaganfall gehabt hat. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich weiß, dass ich vor vielen Jahren, 3 Jahre ist ja eine ganze Weile her, einen jungen Mann hatte, der einen Schlaganfall hatte, was mich sehr gewundert hat, ja. Genau.
Ja, das hat sich ja mittlerweile alles wieder gelegt. Mhm. Wir haben ja vor anderthalb Jahren nochmal telefoniert miteinander. Da habe ich dir das ja erzählt, dass ich eine Firma übernehme und alles. Mhm. Ja, und jetzt ist halt passiert, dass ich letztes Jahr von meinem Mitteilhaber der Firma vollkommen ausgenommen worden bin. Mhm. Irgendwo mit 25.000 Euro Schulden da. Mhm. Habe eine Frau, die ich gern heiraten würde. Ja. Die hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Und ich lebe, oder wir leben im Moment von 600 Euro monatlich Arbeitslosengeld. Mhm. Und jetzt habe ich am Montag vor einer Woche mich dazu entschlossen, meinen Körper zu verkaufen. Das war eine Entscheidung. Ja, die ich dann auch so mehr oder weniger in die Tat umgesetzt habe. Ach, du hast hier schon in die Tat umgesetzt? Ja. Aber da ist ja gar nicht viel Zeit vergangen, eine gute Woche. Ja, jetzt am kommenden Montag werden es zwei Wochen. Genau. Ja. Also was heißt Körper verkaufen? Du bist du hast schon als Stricher gearbeitet, oder was? Nee, als Stricher nicht, als Callboy kann man sagen. Was macht denn? Also was hast du gemacht? Ich habe ein Inserat in die Zeitung gesetzt, oder in verschiedene Zeitungen, wo ich halt meine Dienste als erotischer Masseur anbiete, mhm, und habe dazu geschrieben, auch eventuell mehr. Mhm. Ja, und dann ist es ja schon auch klar, ne? Es kann dann ja auch in die Stricherrichtung gehen. Ja, klar. Hört sich nicht so schön an, das Wort, aber man muss es dann ja auch so klar aussprechen, wie es ist. Ja. Wie oft hast du jetzt schon erotisch massiert? Ich sag mal so, die wenigsten wollen eine erotische Massage. Die meisten wollen halt gleich direkt zur Sache. Mit wie vielen Kunden hast du schon Kontakt gehabt in dieser gut anderthalb Woche? Also ich habe seit letzte Woche Mittwoch, kann man sagen, so im Schnitt 3 bis 4 Kunden pro Tag. 3 bis 4 Kunden am Tag? Was heißt Kunden? Sind das Kunden oder sind auch Kundinnen bei? Kundinnen sind sehr wenig. Wie viele Frauen hast du denn schon gehabt? Also 4 oder 5 waren es bis jetzt. Doch, immerhin. Ja. Mhm. Und der Rest Männer. Mhm. Du bist nicht schwul und nicht bisexuell? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht? Nee. Mhm. Du sagst, die Kunden wollen letztendlich dann doch nicht toll massiert werden, sondern es geht dann irgendwann knallhart zur Sache. Ja. Das heißt, du hast auch schon dann richtigen Sex mit den Männern gehabt? Mhm, richtig. Analsex? Analsex. Mhm. Ja. Wie ist das für dich, wenn du so etwas noch nie voll gemacht hast, wenn du auch mit dieser Art von Sexualität überhaupt nichts am Hut hast? Ja, ich bin ja in der Kindheit sexuell missbraucht worden. Umso schlimmer. Mhm. Umso schlimmer jetzt, so etwas zu machen. Ja. Bist du nicht völlig am Ende und völlig voller Ekel in dir? Doch. Also wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann könnte ich am liebsten reinschlagen. Ich trinke mittlerweile, bevor ich zu irgendeinem Kunden gehe, erstmal ein gutes Glas Wodka, um das überhaupt zu überstehen. Das kannst du auch mit deiner Krankheitsvorgeschichte? Kannst du da so viel Alkohol trinken? Im Prinzip nicht. Bist du eigentlich, kurze Nebenfrage, was den Schlaganfall anbelangt, mhm, ist das ganz, ganz verheilt? Ist das ganz okay wieder? Fast. Mhm. Fast. Also es ist nicht zu 100% okay, aber... Aber man muss sich vorsehen, und zum Vorsehen gehört auch eben also nicht in Übermaßen Alkohol zu trinken. Richtig. Ja. Nicht zu rauchen. Mhm. Keine potenzsteigenden Mittel zu nehmen. Nimmst du die, um das hinzukriegen? Ja. Das heißt, du nimmst Viagra, oder was? Richtig. Sonst wärst du gar nicht fähig zu einem Geschlechtsverkehr mit einem Mann. Richtig. Mhm. Was sagt denn du hast gesagt, du hast eine nette Frau, ein Mädel. Die darf das natürlich nicht wissen. Ach, die weiß das überhaupt nicht? Nee. Mensch, Sascha, was machst du denn da für Sachen, Mensch? Das ist ja Horror, was du da erzählst. Domian, was soll ich tun? Ich meine, meine Freundin oder meine Verlobte, die hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht. Die wollen jeden Tag was auf dem Tisch haben zum Essen. Die wollen Strom haben. Ja, aber dennoch. Es gibt tausende von Familien in Deutschland, die auch irgendwie so sehr am Existenzminimum sind, und da gehen die Leute auch nicht auf den Strich, wenn das nicht deren Ding ist. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Nein, das glaube ich nicht. Seit Oktober habe ich 400 Bewerbungen geschrieben.
sobald die in meinem Lebenslauf sehen, Schlaganfall, und da bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, das zu sagen, heißt es, nee, danke, oder Stelle anderweitig besetzt, oder. Aber du kriegst Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe, irgendwas kriegst du, nee, ja? Nee, Arbeitslosengeld, 600 Euro. Ja. Wie viel verdienst du denn jetzt bei deinen Aktionen? Wie viel verdienst du an pro Kunde ungefähr? Das ist unterschiedlich. Das fängt irgendwo bei 50, 60 Euro an und hört bei 200 Euro auf. Was musst du für 200 Euro tun? Komplett alles. Sprich, oral, anal. Ich hoffe zumindest alles geschützt. Ja, logisch, klar. Das schon. Bist du ganz für dich alleine oder musst du auch noch irgendwie Kohle an irgendeinen abdrücken, der dich da... Ich bin ganz für mich allein. Dein eigener Herr. Ja, auf jeden Fall. Wie versteckst du denn diese seelische Not, in der du jetzt im Moment zu stecken scheinst, vor deiner Freundin? Ist gar nicht einfach. Ich weiß nicht, so teilweise habe ich schon den Eindruck, dass sie was merkt oder so. Und dann sage ich halt immer, ja, das hat... mit früher zu tun, dass da wieder Erinnerungen hochkommen sind. Ich meine, irgendwo stimmt es ja auch. Das kommt ja auch noch hinzu, das glaube ich auch. Ja. Du bist von einem Mann sexuell missbraucht worden, als Kind. Richtig. Wie alt warst du da? Das erste Mal war ich 9 und es ging, bis ich 12 war. Auch mit allem drum und dran? Ja. Und das ist halt das, ich muss mich echt beherrschen, wenn ich dann weiß, ich gehe jetzt zu meinem Mann, dass ich mich nicht übergebe oder so. Keine Ahnung. Das ist total schlimm. Das Wie ist es, wenn du mit deiner Frau, es war, gab ja noch nicht so viele Frauen, die du als Kundinnen hattest. Wie war das da? Das ist für mich irgendwo genauso schlimm, weil ich liebe meine zukünftige Frau. Und es ist halt für mich irgendwo totale Vertrauensmissbrauch und alles drum und dran. Sascha, wohnt ihr eigentlich schon zusammen? Ja, klar. Seit anderthalb Jahren. Wie erzählst du das denn dann, was erzählst du, wo du den ganzen Tag bist? Ja gut, sie weiß oder sie ist im Glauben, dass ich Massagen mache. Ach so, eine Halbwahrheit hast du ihr da gesagt. Ja. Und wo machst du eigentlich deine Massagen? Ich mache nur Haus- und Hotelbesuche. Ach so. So Sascha, eigentlich reicht das jetzt, was ich gehört habe. Du kriegst das Kotzen über dem, was du da machen musst. Ja. Es kommen Erinnerungen an deinen sexuellen Missbrauch hoch. Ja. Du bist seelisch völlig durch den Wind im Moment. Nach nur knapp 2 Wochen. Ja. Du betrügst deine Frau, die du sehr liebst, die du ehrst und respektierst. Also betrügen nicht im eigentlich sexuellen Sinne, aber so in einem im grundsätzlichen Sinne, was du da tust. Was gibt es da noch zu sagen, außer hör bloß sofort und radikal damit auf? Und komm mir nicht mit der Kohle. Es muss irgendwie einen anderen Weg geben. Welchen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin nicht dein Buchhalter und sage, hier mach das und das jenes. Ich weiß nur, dass es tausende von anderen Menschen gibt, die ähnlich in einer ähnlichen Situation sind wie du und die auch nicht auf den Strich gehen. Guck mal, ich muss allein im Monat an die 400 Euro ans Gericht abdrücken, sonst gehe ich im Bau. Ja, da bleiben noch 200 Euro übrig. Was soll ich mit denen machen? Warum musst du das ans Gericht abdrücken? Ich habe durch die Firma jetzt gut an die 25.000 Euro Schulden. Ja. Ist Schuldnerberatung so schon alles gemacht? Da war ich immer noch auf einen Termin. Ja. Also da habe ich mir einen Termin geholt oder wollte mir einen Termin holen. Und da war ich jetzt auch schon gut seit 3 Monaten auf einen Termin. Hast du dir einen geholt oder wolltest du dir einen holen? Nee, ich wollte mir einen holen, war dort. Ja. Und die haben meine ganzen Daten aufgenommen. Verstehe. Ich meine, gut, wenn sie dann Kapazität haben... Verstehe. Gut, das ist natürlich auch schon mal eine wichtige Anlaufstelle, dass du mit den Leuten über deine Kohle redest. Aber ich will jetzt gar nicht über diese Details sprechen. Ich höre einfach, dass du psychisch völlig unten bist. Und das heißt für mich einfach erstmal Stopp. Stopp, Stopp, Stopp. Und alles andere muss man dann sehen, wie sich das regelt. Wie soll das denn weitergehen? Willst du das die nächsten Monate machen und landest irgendwann in der Psychiatrie? Na gut. Da fehlt sowieso nicht mehr viel. So. Also Sascha, nochmal, was die finanziellen Dinge anbelangt, kann ich dir natürlich jetzt nicht in 3 Minuten irgendwie sagen, mach so, so und so und so. Die Schuldnerberatung ist erstmal eine gute Anlaufstelle.
was dein grundsätzliches Verhalten anbelangt im Moment, heißt es für mich, du musst sofort aufhören. Das sage ich jetzt ohne Wenn und Aber. So, und jetzt möchte ich, dass du mit einer Psychologin redest. Okay. Das ist die Heide heute Nacht. Mhm. Du legst auf und sie ruft dich zurück und ich hoffe, dass es irgendeinen Weg jetzt gibt, dass du eine Entscheidung schnell fällst. Ich hoffe es für dich und ich hoffe es auch für eure Beziehung. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Jetzt habe ich die Nicole hier. Nicole ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallihallo. Und zwar geht es sich um Folgendes. Ich habe ein Problem in der Beziehung. Mhm. Ich lebe eigentlich seit einem Jahr mit einem Mann zusammen, der 100 Kilometer entfernt von mir lebt. Geht ja noch. Ja, geht. Wie gesagt, das Problem ist, dass ich halt im Nachtdienst arbeite, dadurch, dass ich alleinerziehende Mutter bin. Mhm. Er arbeitet im Schichtdienst. Sprich, wir arbeiten eigentlich immer gegensätzlich, sodass wir halt nicht viel Freizeit haben. Mhm. Das Problem ist eigentlich, dass wir uns zum Zeitpunkt ineinander verliebt haben, wo sich eigentlich keiner verlieben wollte, was einfach so passiert ist. Mhm. Und ja, wie gesagt, und nach ein paar Monaten sind wir dann halt auch zusammen in Urlaub gefahren. Es war eigentlich alles so klasse. Und jetzt haben wir halt in der Vergangenheit uns oft gezofft, getrennt und finden dann aber immer wieder Gründe, um uns nochmal zu treffen. Und bei diesen Treffen kommen wir eigentlich immer wieder auf den Standpunkt zurück, dass wir uns doch lieben und dass wir irgendwo einen Weg finden müssen. Mhm. Ja, und der Standpunkt der letzten Woche ist einfach, dass wir das letzte Wochenende zusammen verbracht haben, was eigentlich super schön war. Und ich einfach gedacht habe, so, jetzt haben wir die Kurve gekratzt und kriegen das auf die Reihe. Und musste dann erfahren, dass er mich zweimal betrogen hat mit einer und derselben Frau. Mhm. Mit dieser Frau auch in der Sauna war, auf dem Trödelmarkt und. In der Sauna und auf dem Trödelmarkt. Mhm. Ja, ganz genau. Mhm. Und ich muss dann wohl irgendwie auf dem Trödelmarkt auf seinem Handy angerufen haben, wo er dann ganz flott Migräne kriegte und dann halt nach Hause musste. Mhm. Und hat dann halt auch dieser Frau dann erzählt, nach dem Sex so, ich habe eine Schlafstörung, was halt auch stimmt. Und ich kann halt nicht mit einer Frau in einem Bett schlafen, weil sie wollte halt über Nacht da bleiben. Mhm. Und sie ist dann halt wieder nach Hause gefahren. So. Mhm. Und ich habe dann halt das halt rausbekommen, habe sie dann am Montagabend angerufen, habe dann gesagt, hallo, hier ist Nicole. Du hast die Frau angerufen? Ja, selbstverständlich. Warum? Wie selbstverständlich? Warum hast du die Frau angerufen? Weil er das abgestritten hat. Und ich wollte für mich Klarheit haben. Und wo hast du die Frau, die Nummer bekommen? Wie gesagt, ich wohne halt auf dem Dorf und sie wohnt halt in der Stadt, wo ich groß geworden bin. Und man kennt mich dort und man kennt sie dort. Ja, aber du musst es ja erstmal wissen, dass sie ist. Hat er dir das erzählt oder wie? Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Er hat es abgestritten. Er hat gesagt, nein, ich habe dich nicht betrogen und. Und nochmal die Frage, wusstest du, dass diese Frau die Frau ist? Weil mir ein Bekannter die Telefonnummer gegeben hat und gesagt hat, ich habe sie mehrfach zusammen gesehen und sie auch wohl davon erzählt hat. Aha. Gut, also hast du die Frau angerufen? Und habe dann halt gesagt, also ich bin halt Nicole und du kannst ihn ab heute alleine haben. Und dann war sie halt natürlich erstmal ganz erschrocken und sagte wie und was und wo. Hat sich dann auch an dem Abend eigentlich bei mir entschuldigt, dass sie halt davon nichts wusste und sie halt nur in Anführungsstrichen Sex gehabt hätten. Gut, ich muss jetzt nochmal fragen, warum du diese Frau anrufst. Er ist doch dein Ansprechpartner. Er hat mir nichts gesagt. Aber warum hast du ihn nicht angesprochen? Ich habe ihn angesprochen. Er hat es geleugnet. Ich habe ihm einen Namen gesagt. Ich habe ihm die Handynummer gegeben. Ich habe Details gesagt und er hat es abgestritten. Dennoch hat er es abgestritten? Ja. Und Hast du auch angedroht, okay, dann rufe ich die an? Ja, ich habe gesagt, ich werde sie dann anrufen. Und dennoch hat er es abgestritten? Ja. Und aufgrund dessen musste ich es einfach tun. Mhm. Wie gesagt, ich habe dann 2 Stunden mit dieser Frau telefoniert. Mhm. Wir haben eigentlich sehr viel gelacht und eigentlich sehr gut auf Anhieb verstanden, habe ich eigentlich gemeint. Ja, wie gesagt, das Ende vom Lied war halt, dass wir halt dann die ganze Nacht gesprochen haben. Er gesagt hat, er hätte das einfach nur gemacht, weil er gehofft hätte, sich dann endgültig von mir zu trennen. Weil Männer ja so ein bisschen mit dem Schwanz denken, um das mal auf den Punkt zu bringen, hat er mir dann gesagt. Mhm. Er wollte sich die Seele frei bumsen. Mhm. Das hat er dann nicht geschafft und er würde nur mich lieben und er wollte nur mich. Und ich war dann natürlich traurig, enttäuscht. Mhm. Hab dann gesagt, also, dass so nicht weitergeht, dass ich irgendwo für mich auch eine Sicherheit brauche. Ja. Und ich halt diese Sicherheit einfach brauche und die ich einfach möchte und die will ich auch einfach einfordern. Und heute rief dann diese Frau mich heute nochmal an und hat dann so nach dem Motto, sie würde halt alles kriegen, das was sie wollte, hat mir dann auf eine Mail geschickt, so von wegen, nehme ich ihn nicht oder nehme ich ihn vielleicht doch und solche Mails. Und hat ihm dann halt auch Mails geschickt, weil sie wusste, dass ich halt im Nachtdienst bin.
und hat ihm dann... Nehme ich ihn nicht. Was ist das denn für ein Kindergartenkram? Ganz genau. Und dann hat sie ihm halt eine Mail geschickt von wegen, hör mal, ich habe Lust und können wir nicht Sex zusammen machen und uns halt eine gemütliche Nacht machen. Mhm. So, und das hat er mir dann halt gesagt und hat dann halt auf diese Mail reagiert, nein, möchte ich nicht. Mhm. Ich kann also mich jetzt nur auf seine Aussage berufen. Ja. Und sie hätte dann halt zurückgemailt halt, ja, Nicole hat dich aber super im Griff, auch wenn sie nicht da ist. Und das ist halt der Stand der Dinge. Und ich bin jetzt halt einfach verwirrt, wie gesagt, weil wir wollten halt Ostern zu seinen Eltern fahren, eigentlich im Mai Urlaub fliegen. Ja, also er hat aber ganz klar zu dir gesagt, dass er im Prinzip mit dir zusammen sein möchte. Eigentlich schon. Er hat gesagt, ihm hat es einfach nur gestört, weil ich muss halt zu meiner Schande auch eingestehen. Wir hatten dann halt so Dispute, wo ich dann einfach, er ist halt viel im Internet bei Single.de und sonstigen unterwegs und ich habe halt mit Computer nichts am Kopf, bin dann halt auf so eine Dating-Line gegangen und hatte dann leider Gottes immer irgendwie das Pech, dass die Männer sich in mich verliebt haben. Ach was, ja. Und habe das dann halt auch irgendwo ausgespielt und habe dann halt gesagt, wenn er mir halt, ich verstehe, ich verstehe schon, ja. Er hat gesagt, dass er im Prinzip dich lieber will als diese andere Frau. Ja, weil mit der anderen Frau wäre eigentlich nur Sex gewesen. Und er hätte eigentlich beim Sex schon gemerkt... Gut, und er sagt, dass er das sein lassen will mit der anderen Frau. Eigentlich schon, ne? Und er hat dir jetzt auch Bescheid gegeben, nachdem sie ihm und dir diese seltsamen Mails da geschickt hat. Ganz genau. Ja? So, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Du bist an diesem Mann schon interessiert, ne? Klar, ich liebe den. Ich möchte keinen anderen. Das ist auch das, was ich ihm immer wieder sage. Dann würde ich ganz einfach sagen, Nicole... Gebt euch mal noch eine Chance und gebt eurer Liebe mal eine Chance. Fahr mit dem jetzt in Urlaub. Ja. Und fahr mit dem zu seinen Eltern. Das Problem ist ganz einfach, mein Vertrauen ist einfach hin. Weil klar, aber gib der ganzen Sache eine Chance, dass ich das Vertrauen wieder aufbauen kann. Verstehe ich. Aber wenn du den liebst und er solche Aussagen gemacht hat, finde ich, sollte man das nochmal angehen. Und ihm das auch nochmal klar sagen, dass das Vertrauen schon sehr angerissen ist. Das heißt, er muss sich jetzt richtig auch ins Zeug legen. Ne? Das ist eine Sache, die tut er nicht gerne, weil er ist Zwilling. Na ja, gut. Also, es gibt solche und solche Zwillinge. Er ist so einer. Ich würde sagen, ran an die Chance, es machen und probieren. Ja, prima. Und wenn es nach ein paar Monaten sich als Trugschluss erwiesen hat, dann hast du es zumindest versucht. Mhm. Finde ich einfach eine gute Herangehensweise. Ja. Also er hat jetzt einfach nur Angst, dass ich ihn unter Druck setze, weil ich ihn halt dann auch immer frage, ne? Wo bist du, was machst du? Der muss ihm einfach vermitteln, dass es jetzt eine Frage des Vertrauens ist, dass er so viel Vertrauen schaffen muss, dass du dich auch runterfährst in deinem Misstrauen. Ist doch eine normale Sache eigentlich. Denke ich mir auch. Ja? Alles Gute. Ja, prima. Vielen tschüss. Dank. Ja, tschüssi. Das war unsere Nicole. Und jetzt kommt Traudel. Traudel ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Traudel. Hallo. Ich habe zu deinem Thema schreckliche Orte noch mal was zu sagen. Ja. Und zwar ist es bei mir ein Stück Landstraße, wo es mich magisch hinzieht. Ein Stück Landstraße? Ja. Ja. Warum zieht es sich da so hin? Da ist vor 9 Monaten mein Sohn tödlich verunglückt. Wie alt war dein Sohn? 20,5. Was ist da genau passiert? Oh, der fuhr morgens zur Arbeit, hat mich um 5 nach 5 noch angerufen. Und hat mir erzählt, er kommt nicht um 5:30, sondern um 6 von der Arbeit. Ich soll mir keine Gedanken machen, weil er wusste, dass ich schwer darunter leide, wenn er außer Haus ist. Denn 1,5 Jahre vor, also 18 Monate vorher, ist mein Mann jetzt verstorben. Mhm. Ja, und wer heute nicht kam, war mein Sohn. Ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. Ist es auf dem Weg zur Arbeit? Oder? Von der Arbeit. Von der Arbeit. Mhm. Im Auto. Er hat mich um 5 nach 5 vom Geschäft aus angerufen und um 10 nach 5 habe ich einen Hörer aufgelegt und um 17.15 Uhr war er tot. Was ist denn genau geschehen? Er ist von der Arbeit nach Hause gefahren und der andere ist im Beifahrerseite rein. Also ein anderer war schuld? Ja. Mhm. Und er war auf der Stelle tot. Ja. Und das sind eben Sachen, dass ich nicht auf die Reihe kriege. Mhm. Und du sagst, dieser Ort, an dem das passiert ist, dieses Stück Landstraße, das sagtest du gerade, zieht dich magisch an. Ja. Das heißt, da gehst du oft hin oder fährst hin? Ich fahre 3-mal die Woche dorthin. Ja. Und was machst du dann da? Da haben seine Schuls, also vom Gymnasium, die Schulkameraden so ein Kreuz aufgestellt. Mhm. Und da stehen Blumen und eine Kerze. Mhm. Und da fahre ich hin. Ich weiß so, dass es verdammt dreckig geht, wenn ich dort bin. Ja.
Ist das für dich ein beinahe wichtigerer Ort als das, als der Friedhof? Das ist der Vorort zum Friedhof. Ich fahre also erst dorthin. Ich stehe da nicht, ich knie auch nicht, sondern ich bin in der Hocke. Und ich spreche dann mit ihm. Ja. Und anschließend fahre ich erst zum Friedhof. Wie lange hältst du dich dort auf der Landstraße? Ach, das kann ich nicht sagen, aber so eine halbe Stunde bestimmt. Ja, ja. Warum fährst du zu dieser Landstraße immer wieder hin? Da zieht es mich hin, es zieht mich magisch dorthin. Ja, weil es der letzte Moment war, wo er gelebt hat, ne? Ah, wahrscheinlich. Das, ja. Hast du noch andere Kinder? Ich habe noch zwei Kinder. Aber ich habe auch so Nachzügler. Die Großen sind schon... Ja, ja, ich habe es gerade schon durchgerechnet. Du bist 55, dann warst du der Kleinste, ne? Ja, ja. Da waren die Großen 16 und 14, wie jetzt zur Welt kam. Und da verschenkt man sein Herz ganz anders an so ein Kind. Und dann war er mir irgendwo, er war nicht mein Sohn, er war mein Kumpel. Er war für mich da, nachdem mein Mann gestorben ist. Ja. Er war irgendwo meine Stütze. Ja. Er war kein, er hat nicht getrunken, er hat nicht geraucht, er war aktiver Sportler. Er hat an und für sich nur für seinen Sport und für sein Auto gelebt. Also eine sehr gute Mutter-Sohn-Beziehung. Sehr gute. Ja. Und auch unter die Geschwister sehr, sehr gute Beziehung. Ich kann aber auch nicht mit meinen Kindern darüber sprechen, denn die leiden sehr drunter unter dem Tod von ihrem Bruder. Das heißt, du bist sehr viel alleine zu Hause und grübelst? Jeden zweiten Tag alleine. Ich bin zwar berufstätig. Ja. Gott sei Dank. Geht das? Konntest du auch danach direkt deinen Beruf weiter? Ich war eine Woche krank geschrieben und dann musste ich zur Arbeit, denn sonst wäre ich durchgedreht. Ja. Was arbeitest du, Traube? Ich bin Bedienung. Bedienung. Ja, das lenkt dann ab ein bisschen, ne? Ja. Aber irgendwann kommt man dann nach Hause in die Wohnung und man ist alleine und dann stürzen die ganzen Erinnerungen. Ja, wieder. Ich habe auch unwahrscheinlich gesundheitliche Probleme. Ich habe Magenprobleme, ich habe Essstörungen, ich habe Schlafstörungen. Ich werde nachts wach, weil ich geheult habe. Dass du, wahrscheinlich hast du überhaupt am Anfang kaum schlafen können, ne? Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Überhaupt nicht schlafen. Ich habe 8 Monate lang nur Medikamente genommen. Also Antidepressiva und Medikamente zum Schlafen. Und sein Zimmer bei euch im Haus oder in eurer Wohnung, gehst du da auch oft rein? Ich bin in der Zwischenzeit umgezogen. Ach so. Um die Erinnerungen ein bisschen fernzuhalten? Ja, doch vom seelischen Müll doch sehr viel in der anderen Wohnung zu lassen. Denn dort habe ich ja auch noch mit meinem Mann gelebt. Und ja, dann wären die Erinnerungen erschlagend gewesen wahrscheinlich. Ganz schlimm. Ja. Du hast schon genug Erinnerungen im Kopf und wenn du dann auch noch im Raum an jeder Ecke einen... Ja, mir geht es also nur, wenn ich allein den Namen Andreas, der wenn man in Gedanken kommt, dann bin ich schon so weit, dass ich losholen könnte. Hast du denn, du hast auch keine gute Freundin, oder? Doch, ich habe eine gute, sehr gute Freundin. Ja. Mit der kann ich sehr wohl darüber reden, aber ich meine, es sind auch Dinge, dass man einfach nicht, ich kann das einfach nicht verarbeiten. Ich kann das, warum? Es gibt so viele Fragen. Warum er? Warum er? Warum nicht andere? Ich meine, man soll das nicht denken, aber ich weiß es nicht. Ich komme einfach nicht klar und ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Was wolltest du gerade sagen? Man soll das nicht denken? Ja, warum? Es gibt bestimmt so viele Menschen, die sterben möchten und nicht können. Ja, das darf man schon denken, finde ich. Der Täter, der das, so kann man ihn ja nennen, der deinem Sohn reingefahren ist. Ja. Hast du von dem irgendwas mal gehört? Oder? Ja, der hat sich einige Male bei mir gerührt. Der fährt täglich an der Unfallstelle vorbei. Der wohnt in der Nähe. Ich kann nichts nicht als Täter beschreiben. Aber du sagst, er hat sich gerührt. Hat der angerufen? War der bei dir? Der war bei mir. Den habe ich auf der Polizei gesehen. Und tut es dem auch sehr leid? Dem tut es sehr leid. Das ist ein Familienvater, ist selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er hat einfach das Auto nicht gesehen. Er ist auch gar nicht zu schnell gefahren. Nein, mein Sohn hatte 60 und der andere hatte 80 drauf. Ich hatte das irgendwie so gedacht, das war vielleicht auch erhöhte Geschwindigkeit im Spiel. Nee, überhaupt nicht. Und er hat einfach das Auto nicht gesehen. Er hat ihn einfach nicht gesehen.
Du hast gerade gesagt, dass du eine gute Freundin hast, mit der du viel reden kannst. Ja. Hast du denn dennoch manchmal das Gefühl, ich will die auch nicht so zuschütten mit meiner Trauer und nimmst dich dann doch ein bisschen zurück? Ich zeige in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr, dass ich sehr trauert. Mhm. Ich traut und heul eigentlich nur noch zu Hause. Ja, aber die Freundin ist ja nicht Öffentlichkeit. Weinst du viel in Anwesenheit deiner Freundin? Ja, doch. Das geht. Doch, ich habe auch noch einen sehr guten Freund aus früheren Zeiten, also aus der Zeit, wo mein Mann noch gelebt hat. Mhm. Und der weiß auch, wenn es mir sehr schlecht geht oder so, dann rufe ich an und mit dem kann ich dann auch stundenlang drüber diskutieren. Ich weiß, du, Traudel, das klingt so ein bisschen, als kommst du aus der Nähe, irgendwie aus der Gegend von Süddeutschland. Ich komme aus Waldkreiburg. Das ist zwischen München und Altötting. Ja. Ich frage das deshalb, weil ich gerade überlege, ob eine größere Stadt bei dir in der Nähe ist, wie der Anschluss ist. Es gibt eine bundesweite Selbsthilfegruppe, Vereinigung, die heißt Verweis der Eltern. Aha. Da treffen sich Menschen, die ihre Kinder verloren haben. Aha. Ganz kleine Kinder, aber auch jetzt in deinem Fall, wo der Sohn schon 20 Jahre ist. Ich habe von der Arbeit dieser Gruppen sehr viel Gutes gehört. Aha. Weil Menschen sich treffen, die das gleiche Leid haben, die das gleiche Unglück im Herzen fühlen. Mir kommt es jetzt so in den Sinn, wo du sprichst. Vielleicht wäre es sehr gut, wenn du doch hingehen könntest, wenn du einen Kontakt aufnehmen könntest. Ich habe mir das schon mal gedacht, ob ich nicht einmal irgendeine Selbsthilfegruppe aufsuche, wo Menschen sind, die dasselbe Leid treffen, aber nicht zur Familie gehören. Ja. Denn die Familie, die leidet ja selbst mit drunter. Ja. Die leidet sehr, sehr darunter. Ja. Und ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, in der Familie das so aufzufangen, weil alle so gefangen sind, auch in ihrer eigenen Trauer. Genau. Ja. Also du wärst dazu bereit, in so eine Gruppe zu gehen. Ja, alles ja. Dann schlage ich Folgendes vor. Du unterhältst dich jetzt gleich mit meiner Psychologin weiter. Ja. Und die Psychologin, wir sind ja ausgerüstet mit den Telefonnummern und Anlaufstellen. Aha. Und werden dir eine Adresse, eine Anlaufstelle möglichst in deiner Gegend, damit du nicht so sehr weit fahren musst. Ja. Wie viele Kilometer von München wohnst du entfernt? 70 Kilometer. Achso, vielleicht gibt es das auch schon früher. Zumindest könntest du telefonischen Kontakt schon mal mit einer Gruppe aufnehmen. Ja. So. Es wäre für mich ja kein Problem, das ist 70 Kilometer zu fahren. Oder das sogar. Wenn es mir dann psychisch besser gehen würde, denn also ich bin manchmal wirklich total. Ich glaube das. Ich glaube es wirklich. Ich glaube es. Ich weiß nicht, ob das Außenstehende bestimmt nicht so versteht, aber. Ich meine, das von meinem Mann habe ich irgendwo akzeptiert, denn der war schwer krank. Mhm. Da war ich, irgendwo war man froh, dass ich in Ruhe und in Frieden sterben konnte. Aber bei so einem jungen Menschen, ich konnte mich auch dann von ihm nicht richtig verabschieden. Mhm. Ich habe zwar am nächsten Tag noch gesehen im Leichenschauhaus, aber ich durfte nicht anfassen. Und was für mich das ist, was ich überhaupt nicht mehr aus dem Gedächtnis bringt, das war, wie sie den Reißverschluss von dem Sackzug gemacht haben, bevor sie in die Gerichtsmedizin gefahren haben. Mhm. Das war so. Ja, schrecklich. So endgültig. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, in deinem Fall, du sagst, der Abschied war vielleicht einfacher, weil der Mann so krank war. Ja. Aber das ist ja so besonders schlimm. Du sagst, das ist ein junger Mann, weil du nicht Abschied nehmen konntest. Aber dass dieses Leid auch noch dazukommt. Genau. Ne? Das ist ja so ein was deine Seele jetzt alles aushalten muss. Genau, das erste noch nicht einmal verarbeitet, dann gleich der nächste Schlag. Ich meine, ich war 35 Jahre verheiratet, das kann man nicht von heute auf morgen wegstecken. Absolut nicht, nein. Liebe Traudel, ich kann dir nur mein tiefstes Mitleid aussprechen und Beileid aussprechen. Danke. Aber wirklich von Herzen, wirklich von ganz, ganz wirklichem Herzen. Wir machen das so, wie ich es gerade gesagt habe. Du legst auf und die Heide ruft dich an und versorgt dich dann mit der entsprechenden Telefonnummer. Ich wünsche sehr, dass du einen guten Kontakt findest zu einer solchen Gruppe, denn es wird dir mit Sicherheit etwas helfen. Etwas wird es dir helfen. Ich bedanke mich. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Jetzt bin ich verbunden mit Anja und Anja ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anja. Hallo. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich wurde gestern von meinem Freund verlassen, nach einem Jahr und 4 Monaten Beziehung. Ein Jahr, 4 Monate? Ja. Warum? Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Also wir haben eine Fernbeziehung, er ist in Köln arbeiten und ich bin in der Nähe aus Erfurt. Oh, das ist weit. Ja.
Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Oh, keine Ahnung. 400, 500? Ja, sowas, ne? Mhm. Ja. Mhm. Und wir sehen halt nur halt uns am Wochenende und... Ach, ihr habt euch dann jedes Wochenende gesehen? Ja, seid ihr so weit gefahren? Ja, genau. Teure Sache, ne? Also er ist immer dann zu uns gekommen, mhm, halt nach Thüringen. Mhm. Und ja, das ging jetzt halt über ein Jahr so. Mhm. Und wir haben uns ab und zu mal gestritten, das ist ja irgendwo auch logisch. Mhm. Aber das wurde alles geklärt und für mich waren die Sachen, worüber wir uns gestritten haben, wieder in Ordnung. Also mhm, wir sind nie im Streit auseinandergegangen. Also, dass jetzt am Wochenende Streit gewesen ist und er dann im Streit dann wieder weggefahren ist, das war nie so. Aber er hat jetzt Schluss gemacht? Er hat jetzt Schluss gemacht, mhm, ja. Mit welcher Begründung? Er hat angerufen, hat gesagt, ich komme dann mal vorbei, wir müssen reden. Mhm. Ja, und da kam er halt und hat sich neben mich gesetzt und hat gesagt, es geht nicht mehr. Durch die Streitereien ist so viel kaputt gegangen. Er weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und ach so, im Vordergrund standen jetzt die Streitereien, gar nicht mal die Entfernung. Dass er nee, sagt, das ist... Das war auch mit dem Grund, aber er hat gesagt, wenn ich jemanden lieb habe, dann geht das auch über die Entfernung. Das spielt keine Rolle. Bedeutet das, dass er dich dann nicht mehr so lieb hat? Ja, ich weiß es nicht. Also ich denke aber mir dann mal... Dann haben die Streitereien für ihn ja doch ein anderes Ausmaß gehabt als für dich. Du hast gerade gesagt, ja, das hat sich dann wieder eingerenkt und war wieder gut. Offensichtlich ja, bei ihm nicht so richtig. Also ich habe ja immer alles versucht, dass es wieder ins Lot kommt. Mhm. Um was ging es denn da so? Sag doch mal, nenn mal ein oder zwei Beispiele. Das ging schon los. Er wollte mit seinen Freunden wegfahren. Dann habe ich gesagt, okay, ich lasse dir die Freiheiten. Du kannst fahren, wann du willst. Aber in Urlaub fahren oder was? Nee, so auf Party oder sowas. Mhm, ja. Und dann habe ich gesagt, ist okay, wenn du das willst. Aber denk dran, du hast noch eine Freundin. Wann wollte er das denn machen? Während du in Thüringen warst oder umgekehrt? Oder während er bei dir war? Während er bei mir war. Wollte er mit anderen Freunden? Ja. In Thüringen hat er schon Freunde, mit denen er wegfahren konnte? Ja. Also er kommt ja aus Thüringen. Ach so, er arbeitet Er arbeitet in Köln. Mhm. Und warum hat er dich dann nicht mitgenommen? Ja, weiß ich nicht. Er hat immer gesagt, ich wäre eine Spaßbremse. Ich würde einen die Laune verderben. Das war ein harter Vorwurf. Aber ne? Ich bin ein paar Mal mitgefahren, aber wenn dann mein jetziger Ex-Freund total betrunken ist und mich dann auf der Tanzfläche niedermacht, dann überlege ich mir das, ob ich dann wieder mitfahre. Also er wollte mit seinen Kumpels ab und zu mal auch mal auf Tour gehen. Das war nicht so nach deinem Geschmack. Ich habe gesagt, er kann das machen, wenn es halt nicht jedes Wochenende ist. Mhm. Gut, sag noch ein anderes Beispiel, weswegen ihr gestritten habt. Ja, Kleinigkeiten eigentlich. Das fing schon an, was wir so am Wochenende schon machen. Das fing schon in der Woche an meistens. Dann haben wir überlegt, was machen wir zusammen, dass wir halt auch mal Zeit miteinander verbringen, zu zweit mal alleine. Das heißt, am Telefon habt ihr dann schon gestritten, was ihr am Wochenende machen würdet? Wie habt ihr da gestritten? Warum? Hast du gesagt, ich will ins Schwimmbad gehen und er sagt, ich will ins Kino gehen? Ja, oder? Genau. Sowas. Meistens haben wir uns geeinigt und dann am Wochenende, so eine Stunde vor der Angst, kam er dann und hat gesagt, meine Kumpels haben angerufen, ob ich mitkomme, hast du was dagegen? Saß ich wieder alleine da. Kam das oft vor, dass du dann alleine gesessen hast? Ja, viel. Viel. Wann ist er gekommen? Freitags schon? Freitags, und ist Sonntag zurückgefahren? Und Sonntag zurück, also im Prinzip gab es dann nur zwei Abende, Freitag und Samstag. Ja, er spielt ja dann auch immer Fußball, also das ist ja sein Hobby. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder ein Streitpunkt gewesen, dass er halt nach dem Training halt noch 2-3 Stunden manchmal weg war in der Kneipe und halt auch mit einer Freundin nach Hause gekommen ist. Gab es denn solche Wochenenden, wo er dann bei dir in Thüringen war, aber dass ihr gar nichts miteinander gemacht habt, weil er ständig irgendwie unterwegs war? Nee, eigentlich nicht. Das nicht? Also wir waren, dann waren wir immer sonntags den ganzen Tag zusammen. Mhm. Das war immer eigentlich so der einzigste Tag, wo man mal wirklich für uns Zeit genommen haben. So, Anja. Soweit die Vorgeschichte. Ja. Aber er hat ja Schluss gemacht. Ja. Er hat gesagt, es geht so nicht mehr. Ja. Er hat gesagt, die Streitereien gehen ihm auf die Nerven. Mhm. Und es deutet ja auch dann darauf hin, dass seine Verliebtheit weggeschmolzen ist. Mhm. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich muss dann immer dran denken, wie jetzt zum Beispiel
ich sitze auf dem Bett und keiner liegt neben mir, was ein Jahr lang so war. Die Gewohnheit, dass immer jemand da ist, dass ich ihn mal in den Arm nehmen kann, dass ich ihm mal einen Kuss geben kann, das ist jetzt alles nicht mehr. Und damit komme ich absolut nicht klar. Ja. Hast du denn so den Eindruck, dass da noch irgendwas zu biegen ist? Oder hat er das so klar gesagt, dass du dich gar nicht traust? Er hat gesagt, also im Moment fühlt er so. Im Moment geht's nicht mehr. Es würde vielleicht in ein, zwei Tagen oder vielleicht in 3-4 Wochen wird es vielleicht anders sein, aber ich soll mir nicht zu große Hoffnung machen. Und ich möchte Klarheit wirklich haben. Und ich habe auch schon gesagt, ich möchte ihn eigentlich gar nicht mal wiedersehen, weil eine Freundschaft, das ist so schwer, das kann ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Das sind immer so Sprüche, wir lassen uns gute Freunde bleiben und das ist in der Regel klappt das nicht und es ist viel zu schmerzhaft. Ja. Aber vielleicht ist es ja doch gar nicht so falsch, das Ganze sich mal beruhigen zu lassen. Dass du sagst, du willst Klarheit. Im Prinzip willst du ihn zurück. Ja. Du willst ja nicht unbedingt wissen, ich will dich nie wiedersehen. Das möchtest du ja auch nicht hören. Nee. Also versuch doch mal ein bisschen, das Ganze sich beruhigen zu lassen. Und mach mal erst gar nichts. Warte mal eine Woche, zwei, vielleicht auch 3 Wochen ab. Nach 3 Wochen, finde ich, kannst du nochmal anrufen. Mal testen, wie er dann so drauf ist. Also er hat ja auch nicht im Streit auseinandergegangen. Er hat ja gesagt, wenn was ist, ich komme immer zu dir, ich helfe dir, wenn irgendwas sein sollte. Aber vielleicht, Anja, wenn das Ganze nochmal eine Chance haben sollte, dann solltest du dir auch an die eigene Nase fassen und überlegen, welchen Fehler habe ich gemacht? Ja. Du wirst wohl auch Fehler gemacht haben. Ja. Und wenn der zu dir sagt, du bist eine Spaßbremse, ist ein bisschen böse, aber vielleicht ist sogar ein bisschen was dran. Ne? Dass du, wenn es doch nochmal eine kleine Chance geben sollte, dass du auf keinen Fall die Fehler nochmal machst wie vorher. Dass du auch für dich entscheidest, okay, er soll seine Kumpels sehen, ist ja auch okay. Du willst ihn nicht völlig in Beschlag nehmen. Solange das gut aufgeteilt ist, eure Zeit und seine Zeit, ist es ja auch in Ordnung. Er will ja auch seine Freunde sehen, mit denen was machen. Also ich weiß das ja jetzt nicht im Einzelnen, was das für Fehler sind, aber es werden schon Fehler auch von deiner Seite aus gemacht worden sein, dass du das dann auch im Auge hast. Die habe ich ja auch eingesehen und ich habe ja auch alles versucht, das abzuändern und dass er halt merkt, dass ich mich ändere. Und er hat auch gesagt, er merkt das auch. Aber offensichtlich aber nicht genug, ne? Sonst hätte er nicht so einen großen Schritt jetzt unternommen. Ja. Also ich würde sagen, abwarten, ein paar Wochen, ganz tapfer sein. Das ist jetzt eine traurige Zeit, aber das ist halt so, wenn man verlassen wird, das ist immer schmerzlich. Und dann in so ungefähr drei Wochen nochmal telefonieren. Ja. Oder sich treffen, das ist natürlich noch besser. Ja. Liebe Anja, schöne Grüße nach Thüringen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Heide, 44 Jahre alt, guten Morgen. Ja, du mir? Ja, guten Morgen, Heide. Ja, nee, Heidi ist mein Name. Heidi, entschuldige, hier steht es auch, Heidi. Ja, erstmal möchte ich sagen, dass ich mir deine Sendung gut gefällt. Ich bin schon seit Jahren Stammgucker oder Hörer. Ja. Und zwar geht es bei mir um Folgendes. Es geht noch auf die Sendung von gestern. Da habe ich schon mal versucht, XY. Und zwar, ich suche seit 3 Jahren verzweifelt meinen Perserkater Moritz. Ach, also wir haben gestern über ungeklärte Verbrechen uns unterhalten. XY ungelöst. Ja. Du suchst deinen Kater, der ist geklaut worden, oder was? Der ist geklaut worden. Ist ein wunderschönes Tier, aber vor allen Dingen sehr zutraulich. Und zwar musst du dir vorstellen, ich wohne in Babelsberg, gegenüber den Filmstudios. Wie toll! Ja, wunderschön. Wenn du unser Haus sehen würdest, dann würdest du denken, dass eine Kulisse gehört zum Gelände. Ich kenne Babelsberg, das ist schon was ganz Tolles, ja. da ist nichts mehr dran an dem Haus. Aber ist auch egal. Jedenfalls sind da im Sommer immer ziemlich große Veranstaltungen. Und da reist praktisch die ganze Bundesrepublik an. Und da ja auch meine Ansprache an dich jetzt in deiner Sendung, weil die eben überall gehört wird. Ja. Und zwar, das war vor 3 Jahren im Sommer, da ist praktisch die halbe Bundesrepublik hier unterwegs gewesen. Und mein Moritzchen, das ist ein regelrechtes Maskottchen hier in der Gegend gewesen, weil der hat jeden Nachbarn begrüßt. Ja. Also er wusste, wann die Leute von der Arbeit kamen und hat sie persönlich dann ins Haus begleitet und saß natürlich auch bei jedem auf der Couch im Wohnzimmer. Und wie gesagt, und der ist mir an dem Tag, es ist beobachtet worden von Nachbarn, dass ihn jemand rangelockt hat und ein reines Auto Aber wer klaut denn eine Katze? Ist sie wertvoll gewesen?
Naja, es ist ein Perserkater, ne? Kenne ich mich nicht so aus. Das ist sehr wertvoll. Klingt immer so wertvoll. Perserkater. Also ist schon ein teures Tier gewesen. Ja, das, na sicher, klar. Ja, ja. Schön wuschelig, schön weich. Wie? Das Auto hat angehalten, hat den Kater reingeholt und weg? Ja, ja. Vor 3 Jahren? Ja, vor 3 Jahren. Du lieber Himmel. Ja, und und das Übliche, die Staatsanwaltschaft schickt einem dann den obligatorischen Brief nach einem halben Jahr Suche eingestellt. Ja, du hast Anzeige erstattet. Ja. Niemand hat die Autonummer gesehen vermutlich? Nee. Bemerkt oder sich gemerkt? Nee, also die Autos standen auch so eng, die standen sogar bei mir vor der Tür auf dem Rasen, also wo normalerweise kein Auto parken dürfte. Also was gibt's jetzt für Möglichkeiten? Entweder war das auch ein super Katzenliebhaber, der dein Katerchen so süß fand und mit nach Hause genommen hat, oder es ist jemand gewesen, der ihn verkauft hat irgendwo. Ja, nur er hat ja dann später sicherlich feststellen müssen, dass er zur Zucht nicht geeignet ist, weil er kastriert war. Sonst wäre er nämlich nicht in der Nähe vom Haus geblieben. Ne? Dann würde der hier sämtliche Katzen beglücken wollen. Also der war kastriert und er war schon 14,5 Jahre. Also der wäre jetzt am 31. März wäre der schon 17 Jahre hier. Also ich merke schon, du bist ja optimistisch, wenn du jetzt hier noch anrufst. Und ich vermute, du willst das verbinden mit einem Aufruf, dass derjenige, der ihn gestohlen hat, zurückbringen soll. Ja, oder zumindest, dass man mal irgendwoher hört, ob es ihm wenigstens gut geht. Ja. Ja, und aber das ging so weit, ich hab ein regelrechtes Trauma gehabt. Ich habe nachts im Traum ein Haus gesehen. Da habe ich meinen Moritz aus dem Fenster gucken sehen. Und wir sind ein paar Monate später in Bayern unterwegs gewesen. Da habe ich ähnliche Häuser gesehen. Ich habe mich ja nicht mehr um diese schöne Bayern gekümmert, sondern habe die Häuser abgesucht. Also du hast eine ganz enge Beziehung zu deinem Kater gehabt. Ja, und nun musst du dir das so vorstellen, wir haben dann Jahre später noch eine Perserkatze dazugekriegt. Die ist uns allerdings zugelaufen. Ja. Und die muss das beobachtet haben, die saß von da an am Fenster und hat nur noch auf Moritz gewartet. Das ist Tiergeschichten. Richtig niedlich. Richtig zwar, Tiergeschichten. Also Heidi. Traurig, ne? Und ich muss ja sagen, ich habe wenig Hoffnung, dass da jetzt noch irgendeine Reaktion kommt. Dennoch soll man die Hoffnung nicht aufgeben. Du wärst schon damit zufrieden, wenn sich jemand melden würde und würde sagen, ich habe ihn, es geht ihm gut, aber ich möchte ihn gern behalten. Ja. Ne? So habe ich es jetzt verstanden. Am meisten würdest du dich freuen, wenn jemand vorbeikäme und sagen, hier, es tut mir sehr leid, hier haben sie wieder. Oder ihn vor das Haus setzen würde, irgend sowas. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das jemand machen würde, aber wenn man wenigstens mal was erfahren würde. Aber ich meine, selbst wenn jemand jetzt mit so einem Tier plötzlich auftaucht, ne, irgendeiner aus der Nachbarschaft kriegt es mit. Ja. Beschreibst du ihn nochmal, wie er aussah? Der war schwarzbraun, der sah aus wie ein kleines Bärchen. Allerdings, der hat nicht eine platte Nase gehabt, sondern eine richtige Nase. Mir sieht er aus wie ein kleiner Uhu. Wie ein kleiner Uhu. Ja, wie ein kleiner Uhu. Also Heidi, ich verspreche dir, wenn sich bei uns jemand meldet, kriegst du natürlich sofort Bescheid. Ja, das war das Maskottchen vom Babelsberg. Das Maskottchen vom Babelsberg. Gestern sagte es einer ihrer Redakteurin, vielleicht ist er in Hollywood gelandet, aber das glaube ich nur wieder das nicht. Glaube ich auch. Aber es ist schon sehr gemein. Noch Auswahl. Es ist schon sehr gemein, ne? Dass Menschen sowas tun und vielleicht ist auch mal ein Appell an die Leute, die denken, wenn ein Tier draußen rumrennt, man muss es gleich mitnehmen. Ja. Ja, denn die tun den Tieren damit bestimmt keinen guten Also, Tag. Ich sage schöne Grüße ins schöne Babelsberg. Ja. Und wenn sich irgendwas ergibt, kriegst du sofort von uns Bescheid, Heidi. Ehrenwort. Dankeschön, Domian. Alles Gute. Und mal weiter so, ja? Jo, tschüss. Jo, danke, tschüss. Miriam, 25. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Miriam. Hallo, Domian. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um meine neue Wohnung, in die ich eingezogen bin. Und ich habe das Gefühl, dass es hier spukt. Was ist das für eine Wohnung? Ist das ein Schloss? Nee, das ist ein Altbauwohnung. Und das Haus immerhin Altbau. Altbau. Immerhin Altbau, ja. Wie 100 Jahre oder sowas. Genau. Genau, und da bin ich eingezogen. Und ja, und irgendwie immer nachts höre ich Geräusche oben auf dem Dachboden. Ich habe hier einen Dachboden. Das und ist bei Altbauten aber so, da hört man immer irgendwie Geräusche. Aber so eindeutig, also richtig eindeutige Schritte. Und ja, Schritte. Genau. Also immer fast um die gleiche Zeit, zweimal die Woche. Also über dir ist der Boden, der Dachboden. Genau. Der Speicher. Ja. Da wohnt niemand, da wird auch nicht nachts Wäsche aufgehängt oder irgend sowas, gar nichts. Gar nichts. Und du hörst aber immer zur gleichen Zeit oben Schritte. Genau. Bedenklich. Ja, das ist bedenklich. Und das habe ich dann meinen Freunden erzählt. Ja. Die haben es mir nicht geglaubt. Und einmal hat eine Freundin von mir, die Doris, bei mir übernachtet. Ja. Und dann hat sie es auch gehört. Ah. Und dann haben wir uns halt mal getraut, hochzugehen. Sehr mutig. Genau, weil ich mich halt nie getraut habe, alleine hochzugehen. Ja. Und dann hat sie gemeint, ja komm, wir gehen jetzt hoch. Ja. Und dann sind die hochgegangen, haben aber nichts gesehen.
Und das war dann schon wirklich ganz komisch. Und dann sind sehr gruselig, sehr gruselig. Ihr seid denn die wahrscheinlich irgendeine alte Holztreppe hochgeklettert? Ja. Tür genau. Aufgemacht? Ja. Taschenlampe geleuchtet? Ja. Kein Geist zu sehen? Nichts. Aber auch kein Mensch? Nichts. Und in dem Moment war es ruhig? Ja, genau. Also wo wir oben waren, da waren wir echt miteinander geredet natürlich und die Angst genommen. Ja. So, ja. Und als ihr dann wieder unten wart, war denn das Geräusch dann wieder zu hören? Nee, nicht. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Aber einen Tag später? Nee, das ist nicht am Tag danach gewesen. Das ist auch nur zweimal die Woche so ungefähr. Kommt nicht regelmäßig. Wie lange wohnst du denn schon da jetzt? Seit einem Monat. Ja. Gibt es sonst andere Geräusche noch? Ja, also mehr Licht. Also Licht, wo ich weiß, dass ich es ausgemacht habe. Und dann ist es halt doch wieder an. In deiner Wohnung? Genau. Das heißt, du gehst irgendwie weg, du weißt, du hast es ausgemacht, kommst dann nach Hause und dann brennt volle Kanne die Wohnzimmerbeleuchtung oder so. Richtig, genau. Und das ist also... auch gruselig, ne? Ja, total. Und vor allem, weil ich habe ja vorher woanders gewohnt und mir sind solche Sachen halt nie passiert, wo ich gedacht habe, habe ich es jetzt gemacht oder so. Glaubst du denn an so Sachen? Nee. Eigentlich nicht? Nee. Gar nicht, habe ich nie geglaubt. Und deswegen war mir das halt ganz komisch. Mhm. Ja, und dann habe ich halt auch so einen Freund hier bei mir gehabt, der Frankie. Und der war halt total geizig immer. Und der hat immer sich seine Sachen hier gebunkert gehabt, wenn er mal hier war. Ja. Und dann hat zum Beispiel so einen Süßigkeitenbunker gehabt und so. Und dann irgendwie hat er sich einmal bei mir beschwert, die wären weg gewesen, die Süßigkeiten. Aber ein Geist isst doch keine Süßigkeiten. Nee, gar nicht. Und ich meine, ich habe auch mich überhaupt nicht darüber hergemacht oder so. Das hat mich gar nicht interessiert. Aber er hat sie immer bei sich, also hier gebunkert gehabt, wenn er mal öfters hier war. Ja. Und so, ja, lass das es mir und so. Wenn ich mal komme, dann esse ich das halt und so. Und dann irgendwann mal war das weg. Und dann hat er mir die Schuld gegeben natürlich. Mhm. Klar, ich wohne hier. Und dann, gab es halt Streit. Und ich habe also nie seine Süßigkeiten gegessen. Ich denk, das gehört auch zu den mysteriösen Vorkommnissen. Dass aber das ist ja nun schon ein bisschen sehr, fast schon kurios, ne? Ja, ganz komisch. Ein Geist, der Moncherie ist, wäre ja was ganz Schrilles mal, ne? Mehr so Merci's. Bitte? Das ist mehr so Merci-Riegel. Oder Merci, ja. Also ein Geist, der Merci gerne isst. Ja. Also warum soll ein Geist nicht Merci mögen? Aber... hat man noch nicht so gehört. Das ist echt total komisch, aber... Aber du nimmst es ein bisschen auch auf die leichte Schulter, ne? Am Anfang habe ich mich echt wahnsinnig gemacht, aber mir gefällt hier eigentlich schon ganz gut bis auf das. Du solltest versuchen, irgendwie einen Kontakt aufzunehmen und eine Koalition zu bilden mit ihm. Eine Freundschaft zu bilden. Ne? Dann soll er darauf achten, dass du zum Beispiel das Licht ausmachst, wenn du es vergessen hast auszumachen, dann soll er es ausmachen, irgendwie sowas. Du stellst ihm immer dann vielleicht ein paar nette Süßigkeiten hin. Na, so weit gehe ich jetzt auch nicht, weil ich glaube ja auch gar nicht daran. Ja. Im Ernst, wenn man nicht dran glaubt, mit diesen Geräuschen oben auf dem... Das ist ja schon seltsam, ne? Da macht man sich ja schon seine Gedanken, was ist da oben los? Ja, klar. Nun bist du noch relativ frisch in dem Haus. Es kann ja vielleicht doch sein, dass irgendjemand durch einen anderen Eingang da oben rumläuft. Kann das nicht sein? Dann müsste er aber bei mir am Treppenhaus vorbei und da hör ich eigentlich nie was, weil sie sind ja auch aus Holz. Und da höre ich nie irgendjemanden hochgehen, aber das höre ich alles immer oben. Aber du bist fest entschlossen, dort wohnen zu bleiben? Ja. Ja. Und ich bin auch froh, dass meine Freundin öfters hier übernachtet. Die hat auch übrigens heute Geburtstag. Ihr. Ist das die Doris? Genau. Die Doris, dann gratuliere ich der Doris auch herzlich. Ja. Nee, weil sonst wäre ich hier wahrscheinlich schon, oh mein Gott, also ich weiß es nicht. Aber ich würde auch sagen, die Sache weiter scharf beobachten. Mhm. Ne, und mal gucken, ob es nicht vielleicht doch eine Kontaktaufnahme irgendwie gibt mit dem Geist. Mal sehen. Oder du musst mal eine Recherche machen, ob sich in dem Haus vielleicht böse Dinge mal abgespielt haben vor 100 Jahren. Vielleicht hat sich da jemand erhängt oben oder irgendwas. Vielleicht ist es der Frankie, ich weiß es nicht. Nein, aber... Liebe Miriam, also es ist noch alles im grünen Bereich. Ne? Wir müssen uns keine Sorgen um dich machen, dass du, dass du verzweifelst oder in Angst und Schrecken verfällst. Nee. Vielleicht solltest du uns auf dem Laufenden halten, so in 4 Wochen, wie es weitergeht mit dem Geist im Haus. Alles klar. Ne? Alles Schöne und alles Gute und feiert den Geburtstag gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war es für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team und sage Dankeschön bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, Gudrun Hausen, Marc Sommer, Christian Part, Dirk Winhüsen und Johannes Brachthäuser. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag
auf Dienstag. Dann wieder mit einer freien Themennacht. Und auch Montag könnt ihr uns wie immer schon ab 0 Uhr erreichen. Und um 1 geht's dann los hier im Radio ganz live und im WDR Fernsehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.